Und damit herzlich willkommen zu Part Nummer 402 mit unserem VfL Wolfsburg Let's Play. Jo, 402, was eine Zahl. Schade, dass die bei, ich kann es nicht genau einschätzen, aber Richtung 420 wieder genullt wird. Aber soll uns nicht stören, hoffe ich. Nicht, dass dann alle weggehen, weil sie sagen, der ist erst neu, der hat erst ein Video gemacht. Aber irgendwie, wie gesagt, ich freue mich drauf, hier dann mit dem neu designten Fußballmanager 17 in Anführungsstrichen anfangen zu können. Ich habe im Hintergrund jetzt schon alles erledigt, weil die letzte Folge sicherlich sehr, sehr lang war. Deswegen wollen wir jetzt hier schnell vorwärts kommen. Gucken, was noch passiert. Geld haben wir ja noch ohne Ende. Wir kaufen uns aber keinen Spieler mehr für die erste Mannschaft. Demir wird Transfer der Woche, wenig überraschend. So, hier sieht das alles nach Scheitern aus. Da muss ich bestimmt ein bisschen weniger Geld verlangen. So, Stadion der ersten Mannschaft wird ausgebaut. Zack. Auf 66.000 Zuschauer. Die wollen immer noch unsere Spieler haben, kriegen sie aber nicht. Er wird eigentlich nicht spielen, wenn alles normal läuft, denn der gute Mastur sollte da doch besser sein. Aber im Fußballmanager weiß man ja nie. Der hat manchmal so komische Eigenregeln. Und wenn ich sage, manchmal ist das untertrieben. So, Syre erreicht auch ein Trainingsziel, sehr schön. Sollte dann auch helfen, schnell stärker zu werden. Denn das erste Spiel gegen Freiburg steht an. Das machen wir in diesem Part auf jeden Fall noch. Dann haben wir nämlich die Winterpause wirklich in einem Part gehabt quasi. Zumindest den Hauptteil der Winterpause. So. Monsters all around me. Oh, oh, ich mag das Lied. This all about me. Das ist zu wenig Geld, Freunde. Ihr müsst da mehr bieten, wenn ihr den haben wollt. Meine Transfers scheitern ja auch, wenn ich zu wenig biete. So, Klaus kommt fürs defensive Mittelfeld. Auch noch recht schwach auf der Brust, sage ich mal. Büschel ist echt der Wahnsinn. Das hätte ein richtig guter werden können. Und ich glaube, bis zum Saisonende kriegen wir den nicht mehr wirklich gepusht. Jetzt schon wieder auf einer 70. Wahnsinn, der Kerl, Wahnsinn. Ach ja, es sind ja auch ein paar Transfers gescheitert. Muss ich mich auch gleich nochmal drum kümmern, sonst wird das nämlich nichts mehr. Komm, 16 Millionen ist okay. Da sind wir mal nicht so. Practice on bricks, heads to the left, heads to the right, oh, oh, oh.
akzeptieren wir dann einfach auch vom HSV das Angebot und dann ist das auch okay, würde ich sagen. Dann ist das auch okay für mich. Kommt ja jetzt eh nicht mehr auf das nachhaltige Management an. Ich weiß, es ruiniert ein bisschen, wenn man weiß, das ist die letzte Halbserie. Memmersheimer, was geht denn mit dir, Alter? Du bist ja schon übel stark. Krass, der Typ. Krasser Typ einfach nur. Schade, dass wir da nicht mehr in Genuss waren. Wie gesagt, ich speichere die Datenbank. Wenn uns der 17er dann doch nicht so viel Bock macht, wie eigentlich nicht zu erwarten ist, dann können wir hier drauf nochmal zurückgreifen. Ich werde das auf jeden Fall speichern. Aber wie gesagt, um den 17er zu installieren, muss man erstmal komplett Fußballmanager deinstallieren. Und dann heißt dann, wäre alles weg. Die Datenbanken kann man natürlich rückspeichern, werde ich auch machen. Aber sowas wie Spielerbilder und so, es wird schwer zu sichern sein. Deswegen schauen wir mal. So. Mit wem können wir denn reden? Hier so kurz vor Ligastart. Trainiert hat auf jeden Fall keiner gut, scheinbar. Ist ja klar, jetzt ist noch ein bisschen Sand im Getriebe, Winterpause war, einiges ist wieder neu gekommen. Aber da müssen meine Spieler jetzt durch, müssen sie einmal beweisen, dass sie Profis sind. Auf Brooks ist Gott sei Dank immer Verlass. Lacazette trainiert auch gut, den ich schon fast dreimal abgeschoben habe. So, zweite Mannschaft, geben wir auch nochmal ein paar Spiele. Stärker werden, na, Flanken. Der Klaus, der darf stärker werden. Borel darf stärker werden. Hussein Pitsch darf stärker werden. Horn muss sich bei Flanken verbessern, darf er nicht. Dann eben stärker werden. Mist, der hätte jetzt Flanken lernen sollen. KG. Ich bin unkonzentriert, merkt man, ne? Den Jugendspieler braucht man nicht. Der hat sich verbessert. Bernhard Hesel, A-Jugend, schon eine Granate. Draxler kümmert sich um dich. Aydogan ist weg, Sidimar geht zu den Bayern. Okay, wenn er will. Ich hoffe, jetzt hat in den letzten Folgen keiner den übernehmen wollen, das wäre ein bisschen schwierig jetzt. 64, 66. So. Wir haben mittlerweile eigentlich genügend Spieler. Reicht gerade so aus. Darf sich nur keiner verletzen. Kein Führungsspieler natürlich dabei, aber passt schon. Ist auch keine 21. Wunderbar. Dann würde ich sagen, geh mal rein ins Freiburg-Spiel. Ich muss nur noch die richtige Taktik hier machen. Denn beim besten Willen, Emre Can ist kein Spielmacher. Er kann vieles, aber das soll er bitte noch nicht machen. Dann gucken wir mal, wie das erste Spiel der Rückrunde läuft und auch das letzte Hinrundenspiel. Komm, wir sagen einfach mal, wir holen uns Platz 1. Ich weiß nicht, wie die Tabelle aktuell aussieht, obwohl ich erst gestern aufgenommen habe. Ich glaube, wir sind 1, 2 oder 3 Punkte hinter den Bayern. Wir machen auf jeden Fall schon mal unser Programm. Vor Freiburg habe ich jetzt nicht ganz so viel Panik, gehe ich auf Kräfte sparen. So, De Bruyne mit 2 Vorlagen füttert die Stürmer hier ordentlich. So, Frische sieht normal auch normal aus. Rooks kommt runter.
Botaro darf ins Mittelfeld seinen ersten Erfahrungen machen. Und auch Toljan kommt rein, um die gelbe Karte von Akpopuma zu safen. Ich will hier keine gelb-rote kassieren. Selke erhöht zum 3-0. Damit gehen wir ganz runter. So, 17. Spieltag, sage ich ja. Damit ist die Hinrunde auch beendet. Mal gucken, wer Herbstmeister wird. Wir werden Herbstmeister. Yes! Die anderen Ergebnisse. Köln spielt 0-0 gegen Fürth vor 75.000 Zuschauern. RB Leipzig gewinnt gegen Werder Bremen mit 4-0. Stuttgart-Dortmund 0-0. Hertha 1-1 gegen Hannover. Schalke gewinnt gegen Hamburg 2-1. Hoffenheim gewinnt gegen die Bayern 2-1. Damit sind wir einen Punkt vor den Bayern. Leverkusen 2-0 gegen Nürnberg. Endlich mal wieder gewonnen. Und Gladbach gewinnt 3-2 gegen Kaiserslautern. Der VfL Wolfsburg hat die Tabellenführung übernommen. Pünktlich dann, wenn's geht. Wenn's muss. In der 11 des Tages Selke, Draxler, Can, Putaro, Rodriguez. Putaro sehr erfreulich. Und immer wenn wir Herbstmeister waren, sind wir auch Meister geworden, kann man sagen, ne? Aber hier war ich, glaube ich, noch nicht Trainer. Ja, da war ich noch bei Leipzig. Hier bin ich ja erst dahin gekommen. Oder war es hier? Ich weiß es schon gar nicht mehr, seit wann ich bei Wolfsburg bin. Wir haben bald 100 Spiele. Das heißt, eigentlich müsste ich da schon fast da gewesen sein. Also nicht, wo wir Meister geworden sind. Rüdiger, 18 Millionen ist zu wenig. 21,5 können wir noch einmal verhandeln und dann nehmen wir das an. So, 17. Rüdiger gescheitert, das ist klar. Aber 22,5 von Hamburg geht klar. Unsere Reserve, die neu zusammengestellt ist, gewinnt weiterhin 1-0 gegen Chemnitz. Dangu wechselt zu Liverpool. Ja, ansonsten unser Ex-Spieler Kuh, den hatten wir auch mal, aber das waren nicht wir, oder? Genauso wie Beck. Den hatte ich nie im Leben und Stegmeier, keine Ahnung. Wer da alles als Ex-Spieler zählt. So, es könnte sein, dass der Transfer von Dingenskirchens noch scheitern wird. Kaufangebot für Putaro. 25 Millionen, gar nicht so schlecht. Aber die Zeit ist zu knapp, als dass das noch klappen würde. So, das nehmen wir an. Wird wahrscheinlich eh nicht mehr klappen. Millionen, da will ich mehr. Rüdiger wechselt doch noch, ging gerade so gut. Komm, 30 Millionen und dann machen wir schneller, weil sonst eh kein Transfer mehr über die Bühne geht und Putaro wird eh nicht klappen, weil die nie das Geld erhöhen. Sondern nur runtergehen. Sehr, sehr unlogisch. Dann würde ich sagen, bleibt Putaro bei uns. Ja, geht immer weiter runter mit dem Preis, als würde ich das dann annehmen, ihr Idioten. Rüdiger kommt auch zur Ruhmeshalle hinzu, der hat uns wirklich gute Dienste geleistet. Ansonsten finanziell stehen wir immer noch sehr gut da. Dafür, dass wir die Mannschaft nochmal ein Stückchen verstärkt haben, ist das doch sehr ordentlich. So, ihr seht, wir haben gut ausgegeben, aber auch gut eingenommen. So, die wollen Borel, aber der ist gerade erst gekommen. Groups hat Trainingsziel erreicht, plus 60 Punkte diese Saison. Insgesamt plus 3, schon der Wahnsinn. So, dann trainiert Groups Ecken, obwohl der nie Ecken schießen soll, weil er die Ecken am besten selber reinköpfen soll.
don't be such a. Come on, Monday. So, Stadion, die erste Mannschaft, aber erstmal müssen wir ein bisschen renovieren, damit hier alles klappt. So, Memmersheimer ist nah dran. Putaro ist überragend. So. Das erste Kind wird fast 5 Jahre alt. Mann, 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 sind wir hier schon lange am Let's Play. Das muss man sich mal überlegen. An solchen Momenten merkt man das dann immer, ne? So. Marktwerte passen mal wieder an. Dann reden wir nochmal mit ein paar Spielern, aber das Spiel gegen Bremen gibt es dann, wenn ich in den Kalender gucke, kann ich gleich entscheiden, ob es das erst im nächsten Part gibt, aber Folge müsste lang genug sein. So. Jetzt trainieren wenigstens alle gut, das ist sehr schön. Sieht doch dann auch gleich schon viel anders aus, wenn hier ein bisschen Trainingsmotivation ist. De Bruyne, super letztes Spiel, Junge. Genauso wie Rodriguez. Die Wolfsburger Achse ist wieder back. Zack. Zack. Das passt. Da ist auch alles okay. In der Jugend auch alles bestens. So, Kalender. Ja, Bremen-Spiel und dann. Ja, ich will gar nicht so viele Live-Spiele mehr machen, ne? Lohnt eigentlich gar nicht mehr. Deswegen würde ich sagen, bis auf besondere Finals rausch mal hier in Sofortberechnung durch. Das soll jetzt nicht so wirken, als hätte ich keinen Bock mehr auf das Let's Play, sondern einfach nur, damit ich möglichst schnell auch in den Genuss des neuen Managers kommen kann, weil ich bin echt gespannt, wie sich der spielen lässt. Noch nie selber installiert. So ist das. Würde ich sagen, machen wir dann im nächsten Part die Bremen und die Bayern. Und ja, wir sehen uns dann wieder. Daumen nach oben wäre fein. Kommentare schreiben mit Transferwünschen, wobei das ist Schwachsinn. Schreibt einfach mal, welchen Verein wir dann im neuen Manager nehmen sollen. Das wäre, glaube ich, praktischer. Und ja, ansonsten Abo dalassen, Daumen nach oben, Kommentar und schaut auf meinen anderen Videos vorbei. Videobeschreibung aufklappen. Mein Games-Kanal, die Homepage, ihr kennt das alles. Bis zum nächsten Video. Ciao.